Meine Damen, Herren und Exklusivgeschlechter, innen herzlich willkommen im BKA-Theater, dem Theater Ihres guten Menschenverstands. Und begrüßen Sie jetzt mit mir zusammen mich selbst, die einzigartige, wunderschöne und schlanke Jessica Parker. Willkommen, hallo. Willkommen zu meinem allerersten Original-Livestream hier aus dem BKA Hauptstadtstudio. Svenny, mein Techniker, hat gerade komische Geräusche gemacht. Ist alles okay, Svenny? Okay, gut, er macht so. Heute ohne Publikum. Das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen befremdlich, weil es klatscht ja dann niemand und keiner lacht. Aber passt mal auf, wir sind ja hier wahnsinnig patent im Corona-Antivirus-Studio ohne Menschen. Wir haben aber unechten Applaus und unechtes Gelächter für euch vorbereitet. Und mein Mann an der Technik, der Sven. Sven, zeig doch mal ein bisschen, was du so kannst. Ein bisschen, schon mal ganz süß. Oder mal so ein bisschen Applaus. Hört sich fast echt an, muss ich sagen. Toll, als ob Publikum da wäre. Aber ich könnte jetzt die Kamera umdrehen. Es ist wirklich heute niemand hier. Wir sind alle schutzbekleidet. Ich habe auch zur Not sogar noch ein paar Latex-Handschuhe eingepackt und so eine komische Maske, die aber ich schon mehrmals auf hatte. Also ich glaube, die ist auch nicht mehr ganz virenfrei. Und ein bisschen Sagotan ist auch noch mit dabei. Wir sind also gut ausgestattet heute hier. Und bevor wir beginnen, ihr süßen Mäuse, heute nur eine Stunde Paillette. Also ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe mir extra einen Timer gestellt auf 45 Minuten. Damit ich so ein bisschen noch im Flow bleibe. Aber trotzdem soll es ja eine ganz normale Paillette sein, auch heute zu Corona-Krisenzeiten. Deshalb brauche ich natürlich auch diesmal wieder mein ganz, ganz kleines Mini-Gläschen für meinen Sekt. Wo ist denn mein Sekt? Da ist mein Sekt, den muss ich mir heute auch selber öffnen, weil nämlich auch die Bar hier nicht besetzt ist. Also eigentlich bin ich heute eine One-One-One-One-Woman-Show. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass da was passiert. Warte mal. Obwohl, es geht. Die ist nicht so geladen, wie ich gedacht habe. Ah, das Geräusch verbreitet Lebensfreude, meine Damen, Herren und Exklusivgeschlechterinnen. Man muss auch mal innehalten, gerade in heutigen Zeiten. Fünfe gerade sein lassen, die Seele baumeln lassen und dem fantastischen Geräusch von fließendem Sekt lauschen. Ah, schon alle. Das wundert mich ja immer wieder. Die Flaschen werden ja immer kleiner. Ich weiß nicht, was die Sektkellereien hier in Deutschland anrichten, aber anscheinend nichts Gutes. So, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wir haben momentan 348 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin hier natürlich live auch immer und gucke eure Kommentare an. Ich muss aber erst mal wissen, ich habe so einen Durst. Kleinen Moment. Svenny, hast du es drauf? Gut. Moment. Ich muss dabei sexy aussehen. Kleinen Moment. Hat ganz gut geklappt mit dem Lacher jetzt, ehrlich gesagt. Danke, Svenny. Ach, der schmeckt ganz gut, auch der Sekt, hätte ich gar nicht gedacht. So. Ich würde sagen, wir machen einfach mal sofort ganz, ganz straight weiter mit meiner Stargästin. Klausi, habe ich noch irgendwas anderes vergessen anzusagen? Sag mal, er schüttelt den Kopf. Klausi ist auch heute gar nicht da. Ich würde sagen, Michaela, hast du Lust, schon auf die Bühne zu kommen? Nein, bleib noch sitzen, mein Schatz. Ich muss dich doch erstmal gebührend ansagen. 389 Zuschauerinnen, ich glaube, wir können langsam beginnen, ihr süßen Mäuse. Ich habe heute endlich Michaela Schäfer zu Gast. Ich arbeite seit Jahren daran, dass die in meine Show kommt, aber die hat ja nie Zeit. Darüber reden wir gleich, warum sie heute Zeit hat. Ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, das wollte ich schon immer mal gerne sagen. Lieber Sven, fahr doch mal die Matz ab. Sie ist Entertainerin, Gesamtkunstwerk und selbsternannte Nacktschnecke der Republik. Außerdem macht sie Späti-Betreiber zu glücklichen Männern. Hier ist sie und zwar zum allerersten Mal bei Paillette geht immer. Die wunderbare Michaela Schäfer. Jetzt kannst du kommen, Mika. Jetzt kannst du kommen. Meine Güte. Komm, wir machen aber hier den Corona-Gruß. Ja, so, und hier auch nochmal. Komm, setz dich hin, mein Schatz.
Alter, du bist aber heute auch wieder wahnsinnig süß angezogen. Wir waren den Mindestabstand von einem Meter. Ja, genau. 1,5 Meter, weiß ich nicht genau. Ja, 1,5. Das sollte aber hinkommen. Sollte hinkommen, gut. Ich sage mal 10 Schwanzlängen, 10 Brustweiten. 10 Schwanzlängen, ich weiß ja nicht, wie groß die Schwänze sind, in denen du misst. Aber meine Eltern gucken heute zu, also bitte bezähl dich ein bisschen. Okay, nee, die sind schon einiges gewohnt, mein Schatz. Du hast hier schon dein Wasser hinter dem Klo versteckt. Ja. Möchtest du denn noch was anderes trinken? Ich glaube, ich würde heute auch mal einen Sekt nehmen, weil ich kann ja morgen auch ausschlafen. Ja, ja, ich habe ja auch nichts zu tun. Ja, ja. Und deswegen trinke ich auch heute Das mal. Schöne ist, ach warte mal, ich habe ja tatsächlich noch eine andere Flasche, weil meine Flasche, ich muss jetzt mal kurz hier hinter die Bühne. Warte mal ganz kurz. Mika, ich bin gleich wieder da. Also dann saufen wir uns heute schön einen an, meine Liebe. Und zwar, jetzt erzähl mal ganz kurz, du bist ja auch ganz, ganz viel unterwegs in der Republik, du als DJ auch ganz oft, ne? Ja. Alles gekündigt gerade, alles jetzt gerade abgesagt. Ja, leider. Also März, April, Mai habe ich noch ein paar Bookings, die stehen, aber... Stehen noch, wer weiß. Noch, ne? Genau. Ich mache mich mal drauf gefasst, dass es wirklich wenig Arbeit gibt. Das ist natürlich super traurig. Aber es betrifft ja nicht nur mich, betrifft ja ganz viele. Und leider Gottes, ja. Ja, es ist leider so. Und muss man sich auch ein bisschen umorientieren. Klar, also ich mache jetzt viel mehr Webcam. Das ist ja so mein zweites Standbein. Ist dein zweites Standbein, ja, tatsächlich? Ja, danke schön. Erstmal anstoßen. Happy Corona. Prost. Ne? Lass sie nicht vor dem großen Glas. Ich habe auch so eins zu Hause übrigens. Ach, wirklich? Habe ich wirklich. Vier Stück sogar. Mal. Wir sind Schwestern im Geiste, oder? Ja. Vier Stück? Mhm. Ja, Deko aber. Die stehen oben auf der Küche, sind schon total verstaubt. Also ich trinke gar nichts. Ist eigentlich auch eine Blumenvase. Ich trinke ja gerne aus Vasen. Das ist doch keine Blumenvase. Naja, nee, das ist eigentlich so ein Dekoglas, wo so süße kleine Dekosteinchen reingefüllt werden. Da kann man damit irgendwie so, Dekorationen machen. Was weiß ich, was man damit so macht. Ich trinke gerne draus. Mika, Webcam, also jetzt mal ganz kurz. Wir müssen ein bisschen von vorne anfangen. Mhm. Wir wollen heute auch ein bisschen in dein Leben gucken. Ja. Was sind deine ganzen Tätigkeitsfelder, die du so bearbeitest? Party-DJ? Ja, das heißt, was genau? Was stellt sich meine Mutter darunter vor? Also ich stehe an so einem Tisch zum Beispiel, ne? So wie da ist ein Mischpult drauf und dann spiele ich coole Musik. Ne? Zieh mich dabei aus. Spielst du die wirklich selber, die Musik? Die spiele ich wirklich selber. Ich suche auch die Songs selber aus. Und wenn man genau hinhört, also wenn man nüchtern in einen Club gehen würde, würde man auch merken, dass die Übergänge nicht immer so passen. Okay, ne? Aber wenn ich merke, opala, das konnte ein bisschen holprig werden, dann frage ich einfach, wollt ihr Brüste sehen? Und dann schreien alle, ja. Gut. Und dann kriegt keiner den Übergangsfehler mit. Das ist natürlich toll, weil ich arbeite ja auch nach wie vor als DJ, aber ich kann meine Brüste natürlich nicht zeigen, weil die würden dann rausfallen. Das ist ja doof jetzt. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Naja, gut, okay, aber lass uns da nicht weiter über meine nicht vorhandenen Brüste sprechen. Das machst du, damit verdienst du, glaube ich, ganz gut. Ne? Du bist ordentlich gebucht. Ja. Viel auf Mallorca, ne? Und genau. Après-Ski. Genau. Auch auf Firmen-Events wahrscheinlich? Firmen-Events, oder? Auf Messen, genau, Privatveranstaltungen. Und dann, was machst du noch so? Webcam. Was passiert da jetzt? Das ist eigentlich so wie jetzt, da steht eine Cam. Ja. Und dann ziehe ich mich aus. So ganz nackig? Ganz nackig. Damit hast du ja sowieso gar kein Problem. Überhaupt nicht. Und da ich das ja nicht machen darf auf Social Media, Aber warte mal, wir können ein bisschen Dekolleté können wir heute schon zeigen, Mika, oder? Ja, na, wie viele gucken denn schon zu? Warte, ich mache das erst ab einer bestimmten Zuschauerzahl. Da kommt das erprobte Webcam-Girl. Warte mal, ich sag's dir. 473. Okay, da wollen wir. Ist noch nicht deine Zahl, oder? Du weißt nicht, ich gehe ja nie live. Ich kenne ja sowas gar nicht. Auf also, so Facebook, Instagram gehe ich so gut wie nie live. Ja, was machst du dann den ganzen Tag? Schlafen. Ja, ich schlafe für mein Leben gerne. Ich spiele super gerne Candy Crush. Ich bin echt leider süchtig. Ach, echt, so ein Opfer bist du? Das ganz schlimm, ich gar nicht. Ganz schlimm. Und ich will dann auch immer die Fische bekommen, weißt du, die 250. Also wer Candy Crush, ich kenne das gar nicht. Was für Fische denn? Kennt jemand Candy Crush? Ich wette, alle hier, jetzt kommt gleich, kenne ich ganz schlimm. Ja, das ist so ein Spiel, ich bin leider süchtig danach. Wo man so immer so Dinge antippen muss. Ja, genau. Da muss man Fische sammeln und da habe ich so einen Ehrgeiz, weil man hat nur 24 Stunden Zeit. Also das ist halt wirklich Stress, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Michaela Candy Crush spielt, dann ist wirklich Land unter. Ja. Gut, aber da lass uns nicht weiter über deine Candy Crush-Spiele sprechen, sondern 469...
Ich würde sagen, komm, mach mal ein bisschen. Ja. Zeig doch mal ein bisschen Dekolleté. Weil wir haben ja bestimmt auch heterosexuelle männliche Zuschauer. Mhm. Männliche Zuschauer. Bitte keine Nippel zeigen, weil dann sperrt uns Mark Zuckerberg gleich den ganzen Livestream. Auf das wollen Fall, wir ja nicht. Auf keinen Fall, die zeige ich nicht. Die zeige ich nicht. So, dann machst du Webcam. Auf was für einer Plattform ist das? Wo kann man sich das angucken? Auf meiner Seite. Auf deiner Seite. www.michaela.fun. Da kann man sich das angucken. Da bin ich bis jetzt zweimal im Monat online, aber jetzt auch ein bisschen öfter. Ja, ja, weil okay. Hab nicht so viel zu tun. Und ja, da mache ich das öfter. Wie verdienst du da Geld? Die donaten dich und senden Geld per Bitcoins? Oder? Nein, überhaupt nicht. Da wird nichts gesendet oder so. Die melden sich an und können das erstmal kostenlos testen. Och, und bitte, wenn du mich doch gerade an, Mika. Kostenlos. Kannst du raufgehen. Kannst wirklich kostenlos testen. Und dann, wie lange testet man dann da? 5 Minuten, oder? Nein, ich glaube, es sind 2 Wochen. 2 oder 3 Wochen. Kannst du es testen? Da gibt es ja auch meine ganzen Videos. Ich drehe ja auch so ein paar nicht jugendfreie Videos, die kann man da sehen. Und dann kann man entscheiden, ob man da bleiben will oder ja, nicht. Ja, gut, okay. Du bist aber auch gerade im Werbemodus. Schon ja, merke ich gerade. Ja, aber und was kostet das dann danach, nach den 2 Wochen? Kann man wählen. Kann man wählen? Kann man wählen zwischen verschiedenen Modellen. Ah ja, gut. verstehe. Und das ist, dann machen wir heute nicht. Wir machen das heute ganz umsonst, liebe Michaela Schäfer. Ja. Das geht dauernd auf, es macht mich ein bisschen... Ich muss ja, aber der Reißverschluss ist auch kaputt, merke ich. Der geht immer die ganze Zeit, schau mal, das ist so... So ein Zufall. Nee, den habe ich nicht kaputt gemacht, also der ist einfach, ausgeleiert. Ne? Das ist, wahrscheinlich habe ich den gekauft, als ich noch nicht so große Brüste hatte. Jetzt erzähl mal, jetzt apropos, ich habe dich ja auch im Eingangstrailer Gesamtkunstwerken genannt. Was hast du denn schon alles an dir renovieren lassen? Mal so eine Bestandsaufnahme. Na, frag lieber, was ich nicht habe renovieren lassen. Oder da so. Wäre die Antwort kürzer. Ja. Nee, ich habe schon wirklich komplett alles. Ne? Also, du bist jetzt 36 Jahre alt. Genau. Brüste, Lippen, Nase, Wangen, Kinn, genau. Arsch. Arsch, den Po. Bauch. Genau, Bauch, Po. Ja. Das war's schon. Reicht ja auch eigentlich. Und das möchtest du immer so weitermachen? Naja, das muss ja irgendwie erhalten bleiben. Ne? Also es muss ja alles irgendwie oben bleiben. Hm. Ich habe auf jeden Fall dieses Jahr nochmal ein Makeover geplant. Das schenke ich mir zum 40. Geburtstag. Aber der ist doch erst in 4 Jahren. Warum schon dieses Jahr? Ja, aber ich kann es nicht abwarten. Oh Gott, du kleines Ungeduldiges. Okay. Ich denke mir das schon vorher. Zähne sind auch gemacht, oder? Zähne sind auch gemacht, oben genau. Und unten oder nur oben? Nur oben. Nur oben. Das sind so aufgesetzte Veneers, genau. Oder? Ja? Genau. Ja? Nicht, dass meiner jetzt rausfällt. Das ist kann ja immer mal irgendwas abfallen. Ja, da habe ich immer... Wie, die werden aufgesetzt und dann... Die kannst du nie wieder abmachen, oder? Naja, doch, kann man abmachen. Aber natürlich nicht selber. Ja, nee. Aber man kann die schon abmachen. Da ist so eine Eckzähnchen. Das sieht nicht so gut aus. Und meinst du, die Zähne darunter sehen dann noch genauso aus wie vorher? Oder nein, sind die dann... ganz schlimm. Abgeschliffen. Nein, ich habe so eine Eckzähnchen. Wie ganz schlimm. Ja, die müssen ja abgeschliffen werden, damit die Veneers raufpassen. Also, wie, das heißt, du kannst jetzt dein ganzes Leben lang nur noch diese Plastikdinger tragen? Ja, aber ich habe ja hier Plastik, ich habe hier Plastik. Aber, ich bin aber, das ja gewohnt. Mika, ich meine wirklich, du hast deine echten Zähne abschnitten. Ja gut, okay, das würde ich niemals machen lassen. Das ist aber wirklich mutig, ne? Das ist schon auch ein bisschen eklig, ja. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber wenn du das jetzt selber schon ansprichst, das ist schon bizarr, aber gut. Macht es doch einfach. Ne? Ja, habe ich ja schon. Hast du schon? Ja. Gut, lass uns ganz kurz, wie spät haben wir es denn? Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, schon 15 Minuten um. Wir haben heute wirklich keine Zeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt heute hier im Livestream in den Kommentaren Fragen an Michaela stellen, weil normalerweise in meiner richtigen Paillette, da warst du ja leider noch nie. Nee. Ich hoffe, du kommst irgendwann mal in meine Paillette auf mit jeden Publikum. Fall. Mach ich. Versprichst du mir Ja, ich verspreche jetzt hier live vor allem. Gut, Corona-Versprechen, zack. Ich habe dich sowieso, glaube ich, gerade angefasst. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Hast Warte du? Mal, ich habe dich gerade berührt. Aber nur am Stoff, ne? Ja, aber wer weiß, der Stoff kann ja auch durchlässig sein. Da könnt ihr, normalerweise spiele ich das Spiel Wahrheit oder Wahrheit in meiner richtigen Show, wo Menschen im Publikum auf Zetteln Fragen aufschreiben. Das macht ihr heute in den Kommentaren. Darf ich bitte kurz hier mal ein bisschen so? Man muss ja auch safe sein. So. Und das macht ihr in den Kommentaren. Und ich würde mal sagen, so eine Viertelstunde vor Showende fangen wir an mit den Fragen oder auch vielleicht ein bisschen früher. Du bist ja jemand, du hast ja keine Sorge vor Wahrheit. Du zählst ja gnadenlos eigentlich alles von dir. Ja. Was sagen deine Eltern eigentlich dazu, zu deiner wahnsinnigen Freizügigkeit?
Am Anfang hatte meine Mutter wirklich Probleme damit. Ja. Ne? Also sie fand das gar nicht gut, weil meine Mutter ist Bibliothekarin und doch, ich sag mal, im Gegensatz zu mir super seriös. Und die hätte sich schon eher gewünscht, dass ich das mache, was ich gelernt habe. Was hast du gelernt? Pharmazeutische Assistentin. Ach, das wäre aber jetzt ganz praktisch eigentlich in Corona-Zeiten. Boah, ja, da hätte ich jetzt richtig was verticken können. Ja, okay. Wahnsinn. Pharmazeutische was? Pharmazeutische Assistentin. Was also macht in Apotheken, man denn da? Ach so. In Apotheken arbeiten. Oh ja, süß. Ja, ja, weil genau. Du hättest jetzt einen gesicherten Job gehabt. Ja. Dann müsstest du nicht bei mir in meiner Schrabbelpaillette auftreten, ganz ehrlich. Aber gut. Dein Vater, deine Eltern sind geschieden? Oder? Also meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Oh. Das weiß ich nicht, der lebt ach, in Brasilien. Okay. Ja, ach, so schlimm ist es nicht. Ich habe den ja nie kennengelernt. Ich glaube, schlimmer wäre es gewesen, hätte ich ihn kennengelernt, lieben gelernt und dann wäre er weg. Ich glaube, sowas ist schlimmer. Ja, aber ich kenne ihn ja nicht. Oh, ja. Und ach so, und deshalb auch dein toller Hautteint, weil da ist ein bisschen brasilianische Gene genau, sind da mit drin. Genau, ah ja, genau. Verstehe. Weil meine Mutter ist blond und so ein bisschen sieht aus wie du. So schön sieht deine Mutter aus. Na, sage mal. Ja, und mein Vater ist so ein Brasilianer und das kam raus. Kann ich nicht klagen, muss ich sagen. Also zuzüglich Schönheitschirurgie. Zuzüglich. Muss ich natürlich immer noch fairnesshalber sagen. Eigentlich hatte ich eine Höckernase. Ach bitte, ne? Also Michaela, also wirklich, ich glaube, du warst auch vor den OPs eine bildschöne Frau, ganz ehrlich. Ja, selber hat man immer so ein verzogenes Selbstbild. Aber gut, ich habe ja für alle, die es nicht wissen, die Michaela vielleicht nur aus dem Dschungelcamp kennen oder aus dem Sommerhaus der Stars, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Du hast ja mal angefangen, in die Medien zu kommen mit Germany's Next Topmodel. Ja. Du warst in der ersten Staffel Kandidatin. Genau. Wie kam das? Da warst du wie alt? Da war ich 21. Ich war mit die älteste Kandidatin. Und ich wollte ja schon immer berühmt werden. Ja. Das ist interessant. Ja. Okay, erzähl weiter. Ja, und dann habe ich diesen Aufruf gesehen. Vor 14 Jahren war es ja jetzt noch nicht so überlaufen, das TV, dass man als talentfreies Mädchen sozusagen TV-Präsenz erlangen konnte. Ne? Du bezeichnest dich selbst als talentfrei. Das sage ich immer ironisch. Okay, ne? Weil ich sage immer, diese berühmten Berühmtwerde-Berufe, Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Comedian, gab es ja früher nur, wollte ich nicht machen. Ja, und dann hat Heidi Klum den Aufruf gestartet, hey, wollt ihr irgendwie Model werden? Da habe ich gesagt, naja, will ich nicht, aber ich will berühmt werden. Habe ich mitgemacht, wurde auch sofort genommen. Ja. Das war super und habe, ich glaube, einen 8. Platz belegt. Und doch, das war so mein Einstieg in die Branche. Und da hast du auch gleich irgendwie das Privatfernsehen volle Breitseite mitbekommen, wie das funktioniert. Und hast ja auch danach ganz viel Privatfernsehen gemacht. Da hast du gleich Blut geleckt, oder was? Und wolltest du weitermachen? Ich wollte schon immer machen. Ich wollte einfach berühmt werden und wusste, dass ich... Aber wie berühmt ja, das werden? Ist komisch. Ich meine, du musst ja auch irgendwas machen, um berühmt zu werden. Du kannst ja nicht einfach nur berühmt sein, um berühmt zu sein. Aber das wusste ich damals noch nicht. Weißt du, weil wirklich vor 14 Jahren, da war ja Trash noch gar nicht so angesagt. Ne? Wenn jetzt ein Mädel sagt, ich will berühmt werden, die bewirbt sich beim Bachelor, bei Love Island, bei Temptation Island, bei DSDS, die geht zum Supertalent. Also es gibt einfach so viele Formate. Oder man wird einfach Beauty-Bloggerin. Ja, oder das... Oder Influencerin. Genau, ne? Oder Spielerfrau. Ja. Also es gibt heutzutage so viele ABM-Maßnahmen, wirklich für talentfreie Mädchen, das gab es einfach nicht. Und ich dachte mir so, ich wusste selber nicht, womit, ich wusste nur mit etwas seltsam. Also ich wusste ganz klar, ich werde weder Schauspielunterricht nehmen, noch Gesangsunterricht, Sprechunterricht, ich will irgendwas anderes machen und wusste es aber tatsächlich damals nicht, was. Einfach nur berühmt werden, ganz banal. Ja. Also ehrlich gesagt, ganz kurz, bevor wir weitersprechen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ihr könnt heute, ja trinkt mal ein Schlückchen, oft mal, hat so einen trockenen Mund, gerade in Zeiten von Corona. Bitte spendet doch auf der BKA-Webseite unter dem Ticket-Link meines Events ein paar Euro einfach für arbeitslose Künstlerinnen heute Abend. Das könnt ihr gerne tun, und zwar Antivirus-Online-Tickets kaufen und bestellen. Da würden wir uns alle sehr freuen. Svenny an der Technik, du kannst auch mal diese Grafik einblenden, die du vorbereitet hast. Hast du schon, Svenny, wunderbar. Mach doch mal so einen Applaus jetzt noch mal. Schläft er? Ich weiß nicht. Sven, lebst du noch? Sven lebt noch. Ja, du lebst noch, aber Applaus kriegen wir nicht, oder? Doch. Doch. Es dauert nur ein bisschen bei Sven. Das war aber kein Applaus, das war ein Lacher. Applaus. So, Sven, jetzt müssen wir wirklich nochmal üben. Gut, ich guck mal kurz. Wir haben 492 Gästinnen. Jetzt.
Aber das ist aber ein schlimmer Klatscher. Das ist so ein Mitleidsklatscher. Ich tatsächlich wollte ja auch immer berühmt werden. Mhm. Deshalb, ich glaube, ich verstehe dich ja ganz gut. Ich wusste aber auch nie, womit. Ja. Ich habe dann die Travestie gefunden. Du machst ja eigentlich auch Travestie so ein bisschen, oder? Was? Echt? Bevor du rausgehst zu so einem Job, dresst du dich ja auch auf. So sieht ja Michaela Schäfer privat nun nicht aus, wie du jetzt gerade aufgedresst und rumläufst. Naja, aufgedresst, das ist gar nichts. Das ist ja gar nichts. Aber deine Haare, ich habe es dann auf YouTube gesehen oder auf Facebook, die sind ja auch angeknüppert. Die sind ja nicht echt, ne? Nee, deine echten Haare gehen, glaube ich, nur so bis hier, ne? Ja, oh, ich habe nur so ein paar Fransen. So ein paar Flusen hast du noch. Ja, genau. Das tut mir leid, ich auch. Aber dafür gibt es ja Plastik. Ja, aber ich hätte auch gern so eine Perücke wie du. Ich krieg das nie so hin. Ich kann mir die auch nicht so kleben. Ich klebe die auch nicht. Die sind immer nur aufgesetzt. Ach, aber ganz ehrlich, das ist ja auch nur wirklich eine Bühnenperücke. Damit kann man ja nicht irgendwie den Tag überstehen. Ja. Ja, gut, aber so läufst du nun zu Hause auch nicht rum, oder? In den Lackdingern und in dem Schlangenleder. Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Eher nackt. Eher nackt. Mhm. Ach so, also wenn du nach Hause kommst, dann ziehst du dich erstmal aus? Ja, natürlich. Ja, immer. Ja, natürlich. Und dann machst du Wäsche. Ja, also ich bin schon eine kleine Hausfrau, muss ich sagen. Nee, wirklich. Also ich wasche gerne, also pack das in die Waschmaschine und Geschirrspüler räume ich auch super gern auf und ich sauge gerne. Seitdem ich den neuen Dyson habe, ohne Kabel. Ohne Kabel? Ja. Ist der denn wirklich so gut? Der ist super. Ja. Und das geht so ruckzuck und das macht mir so einen Spaß. Also das sind die drei Sachen, die ich gerne mache. Ich muss wirklich sagen, Staubsaugen befriedigt unheimlich. Weil ich finde, danach hat man sofort ein Ergebnis. Achso, ich dachte, Erektion wolltest du gerade sagen. Nein, also Erektion bekomme ich davon jetzt nicht. Soweit ist es noch nicht. Ja? Ja. Aber Staubsaugen, ich liebe das auch. Hm. Über alles. Geschirrspüler, mal, kann ich drauf verzichten, ehrlich gesagt. Ja, ja gut, aber ich war ja mal bei dir zu Hause, liebe Michaela. Hm. Ja, wer das sehen möchte auf meinem YouTube-Kanal, ich glaube, es war 2016. Würde ich sagen. Ist schon eine Weile her. Da gibt es eine Homestory mit Michaela Schäfer, da könnt ihr ihre Wohnung sehen und die war sowas von klinisch rein. Da frage ich mich doch, entweder du wohnst da gar nicht wirklich, weil du nur unterwegs bist oder du bist putzmanisch. Was ist jetzt die richtige Antwort? Ich würde sagen, also putzmanisch bin ich nicht, ich habe eine Putzfrau, aber ich bin tatsächlich... Ja. Eigentlich so gut wie nie zu Hause. Also jetzt nach dieser Krise, wo wir jetzt wirklich alle zu Hause bleiben, also außer wir jetzt sind wir gerade. Wir sind ja auch zu Hause. Stimmt. Ist ja auch eine Art zu Hause. Wird die definitiv heftig, krass, schrecklich, schlimm, dreckig aussehen nach zwei bis vier Wochen. Aber es macht nichts. Mein Kühlschrank ist doch das erste Mal so richtig voll. Das ist so toll. Ich wollte gerade sagen, weil ich bei dir war, da waren zwei Flaschen Wasser im Kühlschrank. Mhm. Das war's. Ja. Apropos, sowieso, Kühlschrank. Wie ernährst du dich, dass du so dünn und schlank bleibst? Was isst du überhaupt? Also ich kaufe immer nur so 4-5 Artikel. Also ich kaufe Blaubeeren, Himbeeren und Eiweißbrot. Und das sind so meine Sachen, die ich esse. Mehr isst du nicht? Naja, wenn ich unterwegs bin, esse ich dann schon ungesunde Sachen. Aber wenn ich zu Hause bin, achte ich wirklich drauf. Weil ich bin so viel unterwegs. Und was kriegt man denn schon an Tankstellen? Na, McDonald's. Das ist das Problem. Und das esse ich natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Aber wenn ich zu Hause bin, sage ich mir, okay, dann wirklich nur Blaubeeren, Himbeeren und Eiweißbrot. Das ist ja Horror. Und jetzt sagen wir mal, also weil ich zu Hause bin, Netflix, ja? Und ich binge-watche so eine Serie, ja? Ja. Dann will ich dabei was mit Käse überbacken fressen. Oh, ich, ja, also geil. Ja, was richtig geiles Soul Food. Ja. Das musst du dir da auch mal gönnen. Natürlich einen Döner esse ich auch mal. Ja, oder ich werde jetzt nach der Show, glaube ich, noch Sushi essen. Oh ja. 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 Gibt es hier aber gar nicht. Zu Hause oder was? Ja, zu Hause. Ich wollte dir jetzt kein Sushi zubereiten. Nein, zu Hause. Gut. Lieferdienst natürlich. Lieferdienst natürlich. Kochst du denn auch mal? Nein. Oder bereitest du nur Beeren zu? Nein, ich koche nie. Nie? Nie in meinem ganzen Leben. Warum denn nicht? Macht mir keinen Spaß. Ich kann es auch nicht. Ich habe diese Grundkenntnisse auch nicht. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, was man da reinmacht in die Pfanne. Vorher irgendein Öl oder keine Ahnung. Es macht mir auch echt keinen Spaß. Wirklich? Es macht mir keinen Spaß. Ich habe kein Interesse. Na gut, musst du ja auch nicht. Dafür bist du ja nackt. Ist ja auch, ist ja auch ein Interesse. Genau, genau. So, wir kommen wieder zurück. Ich muss mal gucken, wie spät es ist. Na gut, eine halbe Stunde haben wir noch. GNTM, da hast du mit 21 hast du angefangen. So. Da kannte man dich schon. Das war die Staffel, wo Lena Gerke gewonnen hat. Genau, richtig? Die hat ja auch dann eine richtige Karriere danach gemacht. Ja, super. Ja. Wie ging das dann bei dir weiter? Wenn man dich da nicht gesehen hat, wie hat man dich dann weiter kennengelernt? Na, dann wurde es ziemlich ruhig, 5 Jahre um mich. Ja. Weil dann hatte ich eigentlich gar keine Show. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt voll hier der Karrierehype war.
Und dann war ich aber beim Supertalent 2011. Wie, da warst du auch? Ja, beim Supertalent war ich aber auch. Aber ich denke, du hast gar kein Talent. Was machst du denn beim Supertalent? Ja, da habe ich mich ausgezogen. Natürlich. Wie, beim Supertalent kann man sich ausziehen? Ja, klar. Da hat Dieter Bohlen das bestimmt gut gefallen, der fand oder? Das richtig diese toll. Diese notgeile Drecksau. Ja, der ja, fand ja. das super. Ja. Und das war meine Eintrittskarte für den Dschungel. Wie, aber du hast dich da ausgezogen? Hast du auf die Bühne gestellt und hast dich einfach nackig gemacht? Genau, ich habe natürlich auch ein bisschen getanzt. Ich habe gesungen, live gesungen, ne, mit der U-Bahn ins Paradies. Kenne ich nicht. Ist das ein Schlager? Oder? Ja, war auch jetzt kein Erfolg. Aber, ach, ein Song von dir oder was? Naja, der wurde geschrieben natürlich. Ne? Ja, aber du hast ja mehrere Songs schon. Ich glaube, 10 Songs steht in deinem Wikipedia. Minimum. Ja, richtig viel. Du kannst doch gar nicht singen. Nö, ist auch eher so Sprechgesang. Du bist jetzt so halb rappen, ne? Ist ja, genau. Bisschen, weißt du, ne? Ich sag immer so ein Sido, so ein Bushido, die können ja auch nicht singen. Ich mache halt so erotischen Sprechgesang. Erotischen Sprechgesang. Apropos Erotik. Meine Güte, wir haben heute so viel vor noch, Michael. Ja. Ne? Erstmal wollte ich dir ja noch, apropos Erotik, erstmal noch als kleines Gastgeschenk dir schenken. Und zwar schenke ich jedem. Mhm. Und zwar von Pure Med Prolong ein Samenerguss-Verzögerungsspray für deinen Partner. Oh. Falls der zu schnell kommt. Weiß ich ja nicht so genau. Kannst ja gerne mal auch austesten, ob es dann vielleicht schöner ist mit ihm. Hast du denn schönen Sex mit deinem Partner? Ja. Ja? Ach, ihr seid da seit 9 Monaten seit zusammen? Seit 9 Monaten zusammen und das ist echt mein Traummann. Also wenn er zuguckt, Schatzi, ich liebe dich über alles. Wie heißt der denn, der Schatz? Adriano. Adriano, es wird sich wahnsinnig rassig an. Ja. Ja, wo hast du den kennengelernt? Auf Tinder? Nee, nein? Da bin ich tatsächlich nicht. Ja, ich auch nicht. Ne? Nein, im Restaurant. Er ist Gastronom. Er hat ein wunderschönes Restaurant am Kudamm, das Bellucci. Oh. Und da war ich essen und dann hat es geknallt. Dann hat es gefunkt. Es hat erst gefunkt und dann habt ihr geknallt. Ja, sozusagen. genau. Okay, Bellucci, wo ist denn das am Kudamm? Adenauerplatz. Ah ja, das ist halt ziemlich oben schon. Ja, genau. Ach, schau an. Da wohnt ja mein Therapeut um die Ecke. Dein Therapeut? Ja, wie, da kann du ich hast ja... Was für ein Therapeut? Na, so ein Psychotherapeut. Ja, ich bin ja auch eine verrückte Kuh. Oh. Nee, das ist jetzt gar nicht unser Thema. Aber der wohnt da ums Eck. Und da kann ich ja mal im Bellucci vorbei schmarrieren. Ja, gerne. Was ist denn das für ein Restaurant? Italienisch. Ja. Gut, aber dann ruf mich an, dass ich auch da bin. Ja, hoffentlich erkenne ich dich dann überhaupt. Na, ich bin ja privat ein wahnsinnig attraktiver, gut aussehender, blonder, großer Mann. Okay, dann halte ich danach Ausschau. Ja. Und halte einfach Ausschau nach dem schwulsten Mann im Raum. Das bin dann ich. Ja? Okay. Und die hast du da kennengelernt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du warst ja auch im Sommerhaus der Stars, das war, glaube ich, letztes Jahr. Vorletztes. Ja, vorletztes. Vorletztes schon. Letztes Jahr war es ja ganz asozial. Ne, das war noch asozialer, als wo du da warst. Ja. Echt? Ja, bei uns war es ja wirklich noch human. Warte mal, aber Willi Herren, das war nicht deine Staffel, nee, oder was? Nee, das war letztes Jahr. Okay, dann war es letztes Jahr viel asozialer. Das aber hier diese Patricia Blanco, die war noch mit dir zusammen. Ja, die war mit die mir ist zusammen. Aber da auch eine Assi-Braut, oder? Überhaupt nicht. Nein, wirklich, überhaupt nicht. Die ist so ein lustiger Mensch. Und wäre sie nicht drin gewesen, hätte ich mich zu Tode gelangweilt. Ja. Wir haben ja dann danach auch die Venusmesse zusammen gemacht. Oh, ja, also ihr wart ja auf dem Plakat zusammen. Ja, ne? Ja, wir haben uns richtig gut verstanden. Sie ist einfach, mit ihr kann man so gut lachen. Hat wirklich Spaß gemacht mit ihr. Sagst du das jetzt nur, weil die Kamera an ist? Oder Nein, sonst hätte ich sie ja auch nicht für die Venus. Ja. Also sie ist wirklich lustig. Ja, okay, gut. Wer war da noch in deiner Staffel? Bert Wollersheim war da zum Beispiel da auch. War der noch mit Sophia Vegas zusammen oder nicht mehr? Nee, schon nicht mehr. Nee, mit einer anderen. Gut, und dann... Kurz, ich frage mich, ich gucke das wahnsinnig gerne, weil das finde ich viel besser als das Dschungelcamp, weil da kann man noch mehr seinen sadistischen Drang ausleben, wenn man das guckt. Da seid ihr wirklich die ganze Zeit unter Beobachtung und das, was man im Fernsehen später sieht, du wirst es dir angeguckt haben, entspricht das halbwegs dem, wie es dann auch ablief? Ja, doch, kann man schon sagen. Ja. Es ist natürlich klar, wenn man 24 Stunden am Tag gefilmt wird und die Sendung läuft nur einmal in der Woche für 2 Stunden, ich meine, da muss man natürlich bestimmte Dinge auch extrem kürzen. Ja, ja. Dass da natürlich ein Sachverhalt nicht ganz so gezeigt werden kann, wie er eigentlich war, ist logisch. Deswegen finde ich es auch jetzt gar nicht schlimm. Aber im Grunde ist das schon alles so. Also die asozial wirklich sind, kommen auch asozial rüber. Wer war denn da asozial bei dir in deiner Staffel? Bei uns war asozial. Kann ich jetzt dafür verklagt werden? Weiß ich nicht genau. Sven. Man muss ja mal so aufpassen, weißt du, heute verklagen alle einen. Kann Michaela dafür verklagt werden, wenn sie sagt, wer asozial ist im Sommerhaus der Stars? Ich weiß nicht.
Naja, doch, da kann. Naja. Du kannst Mr. Flüstern. Flüstern, hier ist mein Mikro, ich hab's gerade gesucht. Ja, ich weiß nicht, die sind ja alle so, weißt du, jetzt brauchen sie auch alle Geld. Da verklagen sie mich dann. Ja, dann lassen wir es einfach. Und schade, aber eigentlich, ich glaube, unsere Zuschauer. Ja, aber man muss, die sind auch, weißt du, gerade die sind ja dann auch immer so ein bisschen unentspannt und können nicht über sich selbst lachen, die Leute. Das kannst du ja sehr gut, ne? Ja, das kann ich so. Ich verklag niemanden. Ja, gut, ich würde mich gerne mal von dir verklagen lassen, dann kann ich hier gute Presse mit der BZ haben oder wie sowas. Wir haben jetzt schon. Wir haben es 21:01, wir sind noch super in der Zeit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte postet jetzt Fragen in den Kommentarbereich dieses Live-Videos. Mikaela, was würdest du denn am meisten ungerne gefragt wollen werden können, tun? Da gibt es nichts. Gar nichts. Ich freue mich immer über Fragen, die ich noch nie gestellt bekommen habe. Auch so über Durchfall? Oh Gott. Naja, aber das fragt doch keiner, oder? In meiner Show wird sehr gerne Durchfall gefragt. Ja, warum das denn? Die schönsten Durchfallerlebnisse. Das ist ja eine ganz, ganz. Ich liebe diese Kategorie. Oh Gott, ernsthaft? Ja, und also ich habe schon sehr viele Kackgeschichten in dieser Show erzählt. Das werde ich heute nicht tun, weil wir sind ja auf Facebook und nicht privat um 23.30 Uhr in einer Late-Night-Show. Es ist heute eine Mid-Late-Night-Show. Ja. Aber so Durchfall, das ist dann doch schon ein Tabuthema. Ich weiß gar nicht, was ich da erzählen sollte. Das weiß ich ja auch nicht. Du wirst ja auch mal Durchfall haben. Ja. Definitiv. Siehst du, sag ich doch. Wir sind ja alle nur Menschen. Ne? Ja. Gut. Aber gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, also vielleicht nicht unbedingt Durchfall fragen, aber ansonsten fragt sie aus über vergangene TV-Formate und zum Beispiel Dschungelcamp. Das war vorm Sommerhaus der Stars. Mhm. Da warst du genau. Mit Desiree Nick in einem. Nee. Da war ich mit Brigitte Nielsen, so ähnlich. Du hast Brigitte Nielsen kennengelernt. Ja. Wie ist die denn? Sie ist schon ein wirklicher Profi. Ne? Also ich war so ein bisschen in der Sendung, war sie cool, aber danach fand ich sie ein bisschen sehr distanziert. Also sie ist zum Beispiel auch, nach der Sendung treffen sich ja immer noch mal alle und feiern so das Ende. Also ist intern. Im Fernsehen intern. Ah ja, okay. Und da kam sie nicht. Und da habe ich schon gemerkt, naja gut, die Show ist aus. Was soll ich jetzt hier Ich gehe aufs Hotelzimmer. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Und auch so hat sie sich sehr distanziert dann. Weiß ich nicht. Ist sie nicht Dschungelkönigin geworden? Ja, die ist Dschungelkönigin geworden, ja. Ja, es war lustig mit ihr, war cool, aber ist jetzt nicht jemand, den ich jetzt noch mal wiedersehen muss. Was hast du denn da verdient im Dschungel? Das darf ich doch nicht sagen. Ja, über Geld spricht man doch nicht. Über Geld spricht man schon, also, finde ich. Ja, ich weiß, wie lange dauern denn diese Knebelverträge mit RTL, dass du jetzt nach wie lange ist das her? 5, 6 Jahre oder so? Das ist mittlerweile 8 Jahre. Acht Jahre. Du darfst immer noch nicht drüber sprechen. Ja, ich rede darüber nicht, weil wahrscheinlich habe ich viel zu wenig bekommen und dann schreibt vielleicht eine Kim Gloss, haha, ich habe viel mehr bekommen. Wer? Kim Gloss? Kim Gloss oder Rocco Stark, die waren mit mir auch in der Staffel. Ach, Kim Gloss, das ist diese. Was macht sie? DSDS war sie. Okay. Und ja, die war auch. So eine halt. Genau. Bald beim Bachelor. Aber ich sage immer dann nie Gagen, weil ich Angst habe, dass ich viel verstehe. Zu wenig ausgehandelt habe. Okay, gut. Aber es hat sich gelohnt für dich irgendwie. Du warst ganz zufrieden sein. Sind die an dich selber rangetreten? Oder, ja? Ja, haben selber. Gesagt, also ich war ja beim Supertalent. Ja. Das war so mein. Ausgezogen. Mein erster großer RTL-Auftritt. Ja. Und dann dachten die wahrscheinlich, ach Mensch, so eine Nackte im Dschungelcamp hatten wir noch nicht. Du hattest diesen Schlüssel. Im Bikini, jetzt fällt mir das wieder ein. Ja, den roten. Das ging doch durch alle Gazetten, dieses grüne Ding, ne? Der war rot. Ist ja alles eine Farbe. stimmt. Ja. Stimmt, da kannte ich dich noch nicht. Ja. Da fand ich dich tatsächlich ein bisschen peinlich mit dem Bikini, muss ich sagen. Der war schon grenzwertig. Deshalb hatte ich mir auch mit. Ja, ne? Du bist dadurch auffällig geworden. Ja, Also mach mal wieder ein bisschen. Ja, das geht automatisch. Ich kann schon wieder selber wissen, wenn mein Vater zuguckt. So. Mikaela, ich muss erst mal einen Schluck Sekt trinken. Ja, ich auch. Oh. Wir sind aber auch am Schnattern gerade, oder? Prost. Sag mal, Svenny, eigentlich wollte ich ja auch einen Wodka trinken. Geht das jetzt? Weil wir haben ja auch kein Barpersonal. Sven. Das geht nicht. Willst du echt durcheinander trinken? Das ist für mich wie Wasser. Also Sekt ist ja nun wirklich kein Alkohol. Svenny, kannst du jetzt irgendwie so einen Sound einspielen mit meinem entsetzten Gesicht? Sowas wie...
Nee, eher sowas in, so eine Vampirorgel. Okay, verstehe. Nein, dann nicht. Mika. Aber lecker. Wie hältst du das aus, wenn du jetzt, sagen wir mal, du legst deine Wiesn-Hits oder Après-Ski-Hits in, wo ist Après-Ski? Ischgl? Oder? Ich kenne mich da also gar nicht Österreich, aus. Ne? Österreich, aber ich bin immer in Saalbach hinter Glemm. Noch nie gehört, wo ist nee, das? Nee, ich lande in Salzburg. Das ach, ist auch Österreich, sagen. Okay. Ja, ja, okay. Ja, immer in Österreich. Und da lege ich immer so 13 Uhr auf. Ach, um 13 Uhr? Um 13 Uhr. Das ist ja tagsüber. Ja, klar. Und da sind die bestimmt schon alle rattenstramm, oder? Richtig, richtig. Und wie hält man das aus, als eine attraktive Frau, die ihre Brüste zeigt? Da zeige ich keine Brüste. Ist zu früh. Du hast doch immer aber diese Leuchtdinger um die Brüste. Ja, aber ich zeige keine Nippel. Also da habe ich auch richtig viel an. Also habe ich auf jeden Fall ein BH an. Ach so. Und ein Hotpants. Ist ja auch scheißegal. Mhm. Trotzdem, du bist halt einfach wenig angezogen. Mhm. Und ich glaube, wenn da... Wie du das immer genießt, wenn ich das sage. Darf. Sag mal, was ist denn, das ist wirklich so dein Ding, ne? Ja. Wenig anzuhaben. Ja, auf jeden Fall. War das schon immer so? Nee. Wie kommt denn das, dass du da so exhibitionistisch bist? Na guck mal, jetzt ja zum Beispiel gar nicht. Na, ich finde das auch schon extrem erotisch, was du anhast. Ja, erotisch ja, aber nicht freizügig. Aber ne? Das macht dir Freude, dich ja, zu entkleiden. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil komischerweise in der Sauna mache ich mich nicht nackig. In der Sauna. Da hast du mal so ein Handtuch rum oder na, was? Ein Bikini ne? sogar an. Du ziehst in der Sauna ein Bikini ja, an? Ja, wenn ich weiß, die ist für alle geöffnet, ziehe ich ein Bikini an. Wirklich. Sag mal, du hast aber auch echt einen Schatten. Ja, ne? Ist nicht normal. Also wenn ich, manchmal öffnet dann der Wellnessbereich eine Stunde vorher. Ich frage dann immer ganz nett, ob ich eine Stunde vorher ja, rein kann. Und dann mache ich mich natürlich nackig, ne? Aber sonst nicht. Weil du dann einfach in der Sauna ganz privat bist und da hast du keinen Bock, auch noch nackig gesehen zu werden, weil das ist eher beruflich. Das ja, weil es ja auch extremst, ich meine, guck mal, wie soll ich denn unerotisch, ich weiß ja nicht, wie man sich hinsetzt in der Sauna, so, dann sitzen da Typen, was soll ich denn, also, was soll ich denn da machen? Ja, ja, ich meine, ich glaube, als heterosexueller Mann muss man hier immer nur auf die Möpse starren. Ja, ne? Und dann habe ich auch noch die Herznippel, da gucken eh alle raus. Du hast ja noch diese Herznippel, kann man jetzt nicht zeigen. Und ja, wie setzt man sich unerotisch in der Sauna hin, dass die Typen nicht wuselig werden? Ich kann mich sehr gut unerotisch hinsetzen. Weiß ich jetzt hinsetzen, nicht so. Ja, weiß ich nicht, ja, ach, du Mika, ja, du hast da vielleicht recht, du wirst recht haben. Gut, verstehe. Interessant. Klausi, wenn wir das nächste Mal in die Sauna gehen, dann sag mir doch mal bitte, wie ich mich unerotisch hinsetze. Das, ob ich das kann oder nicht kann, bin ich sehr gespannt. Wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben? Ich habe dir irgendwas anderes gerade gefragt. Wir waren jetzt gerade schon über Nacktsein. Ja, genau. Wir hatten Dschungel und dann den Badeanzug. Ach, und man dann, weiß es auch nicht ach, mehr. Ja, ist ja auch egal. Wir gucken mal, wir gucken jetzt einfach ab, mal. Wir schweifen mal ab, weil wir haben uns so viel zu erzählen, Michaela. Ja. Wir haben uns kennengelernt. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Bestimmt weißt du es nicht. Nein, weiß ich nicht mehr. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich werde es dir verzeihen, aber niemals vergessen, dass du es nicht mehr weißt. wir haben uns kennengelernt in diesem Friseur bei den Rayanians. Ja, da hast du aufgelegt. Da habe ich aufgelegt, genau. Siehst du mal. Ja. Und da warst du Gast. Da haben die Jubiläum gefeiert. Das weiß ich nicht mehr. Die das haben das weiß ich gemacht, noch, siehst du? Ja, siehst du mal. Und da kamst du rein. Ich glaube, du warst mit... Yvonne Wölke. Mit Yvonne Wölke da, ja, genau. Richtig. Und die mit der Kältesauna. Ja. Und dann dachte ich so, ach, das ist doch die Michaela Schäfer, die kenne ich doch mit dem Bikini und so. Und da habe ich dich ganz genau beobachtet, weil ich erst nicht so genau wusste, wie ich dich finden sollte. Ja. Ich hatte irgendwie so eine differenzierte Meinung zu dir. Und da habe ich dich beobachtet und dachte ich so, die trinkt die ganze Zeit Orangensaft. Nee, warte mal, das fand ich faszinierend, weil alle, die da reinkommen, sofort erstmal Champagner, Sekt, Cremant oder was es da gab, haben sich zugelötet. Und du warst die Einzige, du saßt die ganze Zeit in Pose auf deinem Tisch mit deinem Orangensaftglas und das fand ich faszinierend. Da dachte ich so, Alter, die ist eine Professionelle. Die weiß die genau, ist eine Professionelle. Naja, nicht so wie, das ist eine, die weiß, wie Events funktionieren und warum du eingeladen bist. Ja. Und da dachte ich, okay, die möchte ich gerne kennenlernen, weil das fand ich spannend. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass die echte Michaela Schäfer ist halt anders als dieses Sexmäuschen, was viele glauben zu meinen, was du bist. So, ja. Und das fand ich sehr aufregend und sehr spannend. So, jetzt meine Frage war, jetzt fällt es mir wieder ein, ich komme jetzt aber wirklich vom Eins ins Tausende. Wie ist das, wenn du in diesem St. Oberhausen oder wo legst du mal Après-Ski auf? Ja, Saalbach hinter Glemm. Sag ich doch. So, da stehst du da nackt, fast nackt und dann starren dich diese besoffenen Prolls an.
Kannst du damit umgehen? Ja, also ich sag mal so, es sind ja ganz normale Menschen. Also richtige Prolls sind das nicht. Das sind Skifahrer, die machen da ihre Jause da, essen was, klar trinken auch was, aber die machen Party und das brauche ich als Künstlerin. Weil du wirst es ja auch selber wissen als Künstlerin, wenn die Leute nicht mitmachen. Das ist natürlich doof, ja. Das Schlimmste, was es gibt. Von daher freue ich mich. Wenn die klatschen, wenn die schreien. Aber gibt es da nicht mal super. Leute, die auch mal einfach mal übergriffig sind? Nein, wirklich nicht. Es denken immer alle. Lügst du mich gerade Nein, an? Es ist wirklich nicht so. Nein? Wirklich nicht, wirklich nicht. Also ich werde nicht angetatscht. Klar, wenn ich natürlich in einem Club bin, nachts, ja. wo 16-Jährige sind, die noch nicht ihre Hand so unter Kontrolle haben. Ah ja, okay. Also und ich das gehe schon, durch ja? die Menge. Da gibt es immer mal einen Betrunkenen, der dann so macht. Aber ich habe immer Securities dabei, die machen gleich Bäm. Aber das ist dann halt so. Was, ja, was soll ja. ich machen? Das kann sich anderes erwarten. Ne? Ja. Trotzdem, also mir passiert das manchmal tatsächlich, dass ich angetatscht werde. Überleg mal, ich bin ein 2 Meter großer Mann in Frauenkleidern mit dieser tiefen Stimme. Und es gibt wirklich manchmal heterosexuelle Männer, die glauben, ich bin eine echte Frau. Ich weiß nicht genau, in was für einer Welt die leben, Ernst, liebe Zuschauer. Ja. Die fragen mich dann, ob die Brüste echt sind und dass ich eine tolle Stimme habe und so. Und dann wollen die halt auch meinen Hintern und meine Brüste anfassen, wo ich so denke, Alter, ach, das ist alles reingestopft. Und ich werde auch sexuell angefasst. Von daher denke ich mir, du wirst da wahrscheinlich noch viel öfter angegangen als jetzt ich. Ja? Und mich stört das total. Okay. Ich finde es furchtbar und widerlich und finde es übergriffig. Na, ne? Mich stört es auch. Ja. Ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, geil, danke. Aber bestimmte Dinge muss man dann akzeptieren. Ne? Ist halt so, wenn du nachts im Club bist mit Besoffenen, naja, wie sind besoffene Männer? Ne? Beschissen. Kann man einfach so zusammenfassen. Beschissen, anstrengend und notgeil. So kann man das zusammenfassen. So ist es, ja. Gut, apropos notgeil, kommen wir doch einfach mal zu ein paar Fragen aus dem Publikum. Oh ja. Dass er heute nicht da ist. Michaela, wie fandest du bis jetzt den Abend? Trink mal noch einen großen Schluck vorher. Wer fragt denn das? Franz Gruhlig. Nee, ich fand's, kennst du den? Oder nee, was? Kenn ich nicht. Achso, okay. Ich finde immer schön, wenn man so den Namen noch hat. Irgendwie. Finde ich super lustig. Ja? Ja? Würdest du noch mal kommen, ja? Natürlich. Auf jeden Fall. Ich Gut. komme definitiv noch mal. Ich feiere ja im Januar immer ein großes Jubiläum im großen Saal. Ja. Mit meiner Paillette. Ja. Und hast da du schon das Datum? Dann trage ich mir das schon mal ein. Na, sage mal. Ja, ich bin super organisiert. Mega Warte mal, organisiert. Ist cool. Ich sag dir gleich mal. Ja. Moment. Und zwar wäre das am 2. Januar. Das ist ein schwieriges Datum. 2. Januar, da machst du das? Krass. Leider Gottes anscheinend ja. Ist mir jetzt auch gerade nicht so. Wir wollen darüber ist dir noch, jetzt erst so bewusst geworden? Ist mir jetzt geworden? Erst bewusst geworden. Das ist immer der erste Samstag im Monat. Das ist diesmal der 2. Januar. Das ist jetzt zum Kotzen. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Wir gucken weiter. So, dann. Florian sagt, dass du doch keinen Schlüpfer trägst. Ich trage einen. Ich hoffe doch. Nee, wirklich. Fair. Also auch einen ziemlich unerotischen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nee, wirklich. So einen schwarzen ist wie so eine Pants, aber nicht wirklich erotisch, weil ich dachte, man sieht den eh nicht. Ich habe so viele hässliche Schlüpfer im Schrank. Ich auch. Ne? Aber ich kann mich auch nicht trennen. Ja, nee, warum auch? Ich meine, ja, die sind doch gemütlich dann auch, ne? Ja. Eingesessen schon. Eingesessen auch schon. Und ganz viele Männer denken bei mir auch immer, dass ich unter diesem ganzen Fake-Fummel, dass ich da auch so wahnsinnig sexy Unterwäsche trage, so Spitzen-BHs und Höschen. Und da denke ich mir immer so, was denken sich eigentlich die Leute, wie man darunter aussieht? Ne? Man ist ja, naja, gut. Ja, ich sehe deinen Schlüpfer. Siehst mein Schlüpfer die ganze Zeit? Ja. Ich weiß. So, liebe Mika, was ist dir zu extrem? Ich weiß ja nicht, sehr allgemein gehalten. Ja, das ist jetzt. Sehr allgemein. Ja, das kannst du ja noch mal ein bisschen... Bisschen verifizieren. Ja. Wie stehst du zu SM bzw. Soft-SM? Also SM praktiziere ich gar nicht. Ja. Hat auch noch nie jemand von mir gewollt. Ja. Komischerweise. Obwohl ich schon so viele Männer auch hatte, also relativ viele, wollte noch keiner. Wie, was meinst du denn schon, wenn du Männer hattest? Jetzt zum Bumsen oder als Partner? Na, alles zusammen. Alles zusammen. Alles zusammen. Dann sag doch mal so eine Hausnummer, wie viele denn? Also ich glaube, meine wilde Zeit war zwischen 18 und 25. Ja. Da war ich hier, boah, richtig umtriebig. Also ich glaube, ich komme insgesamt auf 80. Das ist ja ordentlich, aber ehrlich gesagt, würde ich sagen, ist das viel für dich, ja?
Also ich bin auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Und ich würde sagen, auf jeden Fall über 500. Hattest du? Ja, oh, krass. Definitiv. Ich kann es nur grob überschlagen. Oh, heftig. Ja, wie, ich bin halt ein schwuler Mann. Ne? Oh, nee, ich hasse diesen Ton. Wie, warum denn? Oh, das ist ja schrecklich. Aber das ist mein Timer. Magst du nicht? Okay, ja, gut, wir haben jetzt noch 15 Minuten. Ich habe ja gesehen, Mika, du hast ja neulich irgendwas über deine Haare gepostet. Du warst irgendwie beim Friseur und hast dir da diese Extensions reinknüppern lassen. Genau. Die wurden aber nur so reingeklebt oder wie wird das gemacht? Sind die jetzt dauerhaft drin? Oder? Dauerhaft, ja. Okay. Deswegen war ich beim Friseur. Deswegen warst du beim Friseur. Schon ein bisschen her. Und das bekommst du umsonst, weil du dann so ein Video darüber machst? Oder hast du dafür die bezahlt? Extensions. Ich habe da einen Kooperationspartner. Darf ich die mal anfassen? Ja. Das ist so indisches Haar. Nee, das ist europäisches. Ah, wie es gibt auch europäisches Extensions-Haar? Naja, natürlich haben alle Frauen auf der Welt auch mal lange Haare, ne? Also, nein, das glaube ich nicht. Nee, aber ich meine, ich frage mich immer, okay, ich würde meine Haare gar nicht irgendwie so ungern weggeben. Aber gut. So, und dann habe ich aber gesehen, dass so viele negative Kommentare unter diesem wirklich belanglosen Video, das war halt was über deine Haare. Ja. Und da waren so wirklich verachtende Kommentare, drunter, wo ich so denke, was haben die Leute? Liest du dir das alles durch? Nein, mache ich nicht. Also wenn ich sehe, es geht in eine negative Richtung, dann lasse ich es einfach, weil ich will mir den Tag auch nicht verderben. Ich verstehe es auch nicht, warum man mich jetzt so anfeindet, weil ich ein Video gepostet habe, dass ich beim Friseur war. Ich war ja am 14. März beim Friseur. Ja, da gab es noch keinen Corona-Shutdown. Ja, genau. Hm. Und ich will jetzt auch nicht jeden Tag nur was über Corona posten. Ja? Wir wollen heute auch gar nicht über Corona sprechen, genau. Weil das soll mal eine Corona-freie Show heute sein. Ja, na dann. Ja, genau. Und ich poste weiterhin Dinge, die mir Spaß bereiten, die hoffentlich Menschen ablenken und die mir einfach gefallen. Und ja. Ich nehme das tatsächlich sehr zu Herzen, wenn negative Kommentare unter wirklich? Meinen, also ich muss sagen, ich habe viel mehr negative Kommentare auf YouTube. Das nenne ich ja mal Sammelbecken der Bekloppten. Ja, okay. Auf Facebook eigentlich fast nur positive Kommentare. Ist bei dir ganz anders. Ja. Und ich nehme das echt zu Herzen. Ich lese mir das alles durch und ich denke wirklich, ich fühle mich da persönlich getroffen. Und löschst du dann auch die Kommentare? Nein. Oder blockierst? Nein, ich lasse alles online. Oh, das finde ich gut. Weil ich möchte das online lassen, damit auch andere Leute sehen können, was es für Bekloppte im Internet gibt, die so böse Sachen schreiben. Ja, also das finde ich aber gut, dass du das machst. Aber gut, aber dann bist du mir vielleicht ein bisschen voraus. So, Michaela, hast du denn den Ailton noch mal wieder gesehen? Mit dem hast du im Dschungel ja immer ein bisschen geflirtet. Nee, den Ailton habe ich tatsächlich nicht mehr wieder gesehen. Der ist aber auch echt nicht mein Typ gewesen. Also wenn man im Dschungel ist... Das war dieser ist, Fußballer, ja, oder? Ja, genau. Aber wenn man nur mal im Dschungel ist, du hast da nur 10 Leute und davon nun 4 Männer. Naja, ich bin auch eine Frau. Dann suchst du dir halt irgendeinen aus, mit dem du vielleicht mal ein bisschen kuscheln kannst. Mit wem hast du denn? Achso, das war Ailton. Ja, Ailton. Oder was? Ja, die anderen konntest du. Wer waren da noch? Rocco Stark, aber Kim Gloss hatte ja schon Rocco Stark genommen. Daniel Lopez mochte mich, glaube ich, nicht so. Vincent Raven, Daniel Lopez. Wer ist das nochmal? Auch von DSDS. Okay, gut. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Batterie, Legebatterie an den Menschen, ja? Ja, und der Ailton erschien mir da als einziger, ne? Wie ist denn das im Dschungel mit der Toilettensituation? Da ist doch nur dieser Vorhang vor. Genau. Ist das wirklich so? Ist wirklich so. Ich könnte da nicht mein großes Geschäft verrichten. Aber das kriegen ja die anderen gar nicht mit, weil da ist ja schon ein paar Meter entfernt. Ja, aber wenn dann da jemand kommt und sich gerade die Zähne putzt und du bist schon auf dem Klo, ich könnte da nicht, ne? Ja, das ist, oder man muss ja auch mal zu zweit auf Toilette gehen. Einer wartet ja meist dann davor. Dann hört es ja sowieso jeder, der dann da mit dir zusammen... Ja, aber das musst du einfach abstellen. Das ist halt so. Na gut. Man gewöhnt sich auch ganz schnell dran. Gewöhnt sich auch daran. Michaela, wer ist der schlimmste Z-Promi aller Zeiten und warum? Oh, der schlimmste Z-Promi. Also es gibt einen, aber diesen Namen erwähne ich auch nie. Weil Georgina ich, Fleur. Weil ich, nee, die Nein. mag ich ja. Weil ich, die magst du? Ja. Also ich habe mit ihr noch nie ein Problem gehabt. Zu mir war sie immer nett und die ist lustig. Die ist echt lustig. Aber ich will diesen Namen nicht in den Mund nehmen, weil ich ihm nicht diese Plattform geben möchte. Ach, du musst mir nachher nochmal flüstern dann vielleicht, ja? Ja. Aber Michaela, du magst den sicherlich auch nicht. Ich brauche mehr Informationen. Nippelalarm, hast du noch Kontakt zu Gina-Lisa Lofink? Nein. Nein. Wir sind uns ja nicht so grün. Warum?
Ja, wir ecken immer so ein bisschen aneinander. Warum? Ich finde ihre Arbeitsweise einfach unmöglich. Wir haben ja zusammen Werbespots gedreht. Was für Werbespots? Von Red Kuhn. So viel billig gab es noch nie. Von Red Kuhn? Ja, was so, ist das? Das ist von Mediamarkt Saturn, so ein Internet-Shop. Und da waren Werbespots. Okay, im auch Fernsehen. Schon ein bisschen, ja, im oder, Fernsehen, ja. Auch schon ein bisschen her. Und da sind wir übereinander geeckt, weil sie war immer unpünktlich am Set, hat rumgemeckert und hat das Set einfach verlassen. Und ich sag dann halt auch, boah, das ist so unprofessionell und ja. Sie kann damit nicht umgehen. Also wir sind immer angeeckt ja, irgendwie. Ja, verstehe. Und ja, deswegen. Und warum schreibt jetzt hier der Servus WSW? Hast du noch Kontakt zu Gina Lisa? Woher wart ihr mal irgendwie in der Öffentlichkeit zusammen? Nee, aber wir haben oft so gleiche Auftraggeber. Mhm. Ne? Sie war auch auf der Venus und wir haben auch beide für Playboy gearbeitet, für Penthouse und naja, der Werbespot. Also man, ne? Man kennt sich. Man halt, kennt ne? sich und ist ja wie in deiner Branche. Ja, ne? Da läuft, das stimmt. Ich meine, ihr könnt euch da auch nicht alle so, oder? Da gibt es doch auch vielleicht mal so ein, zwei, wo man jetzt vielleicht gibt, eher den schlenkt. Ja, es gibt ein, zwei, natürlich gibt es die, aber generell, ich glaube, so geht es ja auch. Ich versuche nach Möglichkeit immer so gut wie möglich mit allen auszukommen. Ja. Aber bei manchen passt das halt einfach überhaupt nicht. Genau. Und dann geht man sich aus dem Weg. Genau, wie du so schön mal gesagt hast, als wir uns mal hier im BKA gesehen haben, du hast deine Kontaktlinse nicht drin gehabt und da hast du gesagt, na, manchmal möchtest du die Leute auch nicht so genau sehen. Ja. Deshalb, und das, genauso kann man zusammenfassen. Genau. So, Frage. Micaela ist ja mittlerweile durch jede Trash-Show durchgerödelt. In welche würde sie noch gehen? Promi Big Brother, tatsächlich. Tatsächlich? Mhm. Du magst es so mit Kamera 24 Stunden, finde ich ne? super. Und vor allen Dingen, aber ich will nur in Shows, wo ich nichts tun muss. Also Let's Dance wäre mir zu anstrengend, da bin ich ganz ehrlich. Ach so, ich würde Let's Dance lieben. Ernst? Ja, oh. Also weil ich bin auch total der Bewegungshonk. Ich würde ja, mir das auch mega vor. Abkacken. Aber ich hätte da richtig Bock drauf. Ne? Ja. Das wäre dir zu anstrengend wegen des ganzen Trainings oder was, ja? Ja, also ich tanze ja eh nicht so gerne, ja. Also zumindest nicht sowas. Und das wäre wirklich eine heftige Herausforderung. Ja, na gut, das glaube ich für jeden aber, ne? Außer jetzt. Ja, aber vielleicht haben die noch ein bisschen Spaß. Also ich hätte jetzt so nicht so viel Spaß. Also ansonsten sage ich ja zu allem, wenn es bezahlt wird, juhu, ich bin dabei. Ja. Aber bei Let's Dance würde ich wirklich mal sagen, Leute, ich muss mal überlegen. Schau an. Und das mal selten. Überlegen. Peter Schulz fragt, ist Frau Schäfer freiwillig bei dir oder hast du sie entführt? Lass mir das unkommentiert. Mhm. Wie viel haben die Schönheits-OPs zusammen gekostet? By the way, die Nase ist super geworden. Dankeschön. Ja. Also ich habe tatsächlich gar nichts bezahlt, ja, habe ja alles gesponsert bekommen. Ach so? Ja, na, denkst du, ich kann mir sowas leisten. Na, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet. Bin ich viel zu geizig für, viel zu geizig. Ich würde niemals so viel Geld ausgeben für Schönheits-OPs. Wie, aber warte mal, nee, Moment mal. Wie gesponsert bekommen? Was kriegen die denn dafür, dass die das umsonst operieren? Dass du dann sagst, hey... Genau, ich poste das... Ah ja. Ne? Und wenn ich halt darauf angesprochen werde, Frauen fragen ja, ach Mensch, sag mal, wo hast du nur die Lippen gemacht oder wo hast du nur die Brüste gemacht? Ja. Dann sage ich halt nicht, wie so, viele ja? okay. andere, die sind echt, die habe ich nicht gemacht. Nee, da hat ja keiner was machen lassen. Ne? Mhm. Nee, nee. Sondern ich sage ganz klar, du, kein Problem, ich habe es da machen lassen, das ist ein super Arzt. Mhm. Ja, mhm. Das sind halt, ist ja ganz normal heutzutage, ne? Sozusagen. Und sind das jetzt immer unterschiedliche Doktoren, Doktorinnen, wo du hingehst oder ist das immer dieselbe Praxis? Es sind schon unterschiedliche. Es ist halt wie, ne, man geht ja auch zum Frauenarzt, zum Zahnarzt, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wenn man die aber mag dann auch, ne? Ja, achso, ja. Wie, weil man sagt, der eine kann Brüste gut, ne? Der nächste ist halt auf Nasen spezialisiert. Was würdest du bei mir empfehlen, was sollte ich verändern lassen an meinem Gesicht? Steh mal auf. Achso, an deinem Gesicht. Ich kann auch gerne nochmal aufstehen, warte mal. Dafür muss ich aber erst mal meine Schuhe anziehen. Steh mal auf, ja. Warte mal. Ja, du musst mal dein Gesicht angucken. Wir können erst mal über dein Gesicht gucken. Was würdest du bei mir verändern in meinem Gesicht? Und jetzt sag nichts Falsches. Nee, also die Nase finde ich super schön. Die Nase, aber die ist ein bisschen schief, ne, die Nase. Ja, die hat ich hier dachte, so einen leichten... die ist so falsch konturiert. Nee, die ist nicht falsch konturiert, meine Liebe, die ist schief. Ach so. Du blöde Kuh. Nee, also am Gesicht gar nicht. Ach du kleine Vielleicht hier ist, eine kleine Zornesfalte. Das ist eine Denkerfalte. Ist keine Zornesfalte, so. Ist eine Denkerfalte. Ah. Ja, weil eine ist Zorn, zwei sind Denkerfalten. Ach so, das wusste ich noch gar nicht. Siehst vielleicht, weil du ich nie denke. Du hast ja auch keine Falten. Das ist genau. ja auch der Unterschied. Da muss man sich aber darüber keine Gedanken ist machen. Da nichts.
Außer ihr, sonst ja. Ist da nicht so alles super. Ich bin halt auch schon 40. So, jetzt stehe ich mal auf für dich. Ja. Und dann, Beine habe ich hier. Oh, ja, ne? Hör bloß auf. Pass ich auf die Kamera, Svenny. Also ich, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen zugelegt. Ja, also wenn ich den Bauch nicht einziehe, dann ist der so. Oh, krass. Aber ich mache mal so. Aber das sieht aber wieder gut. Hast du ne? So Spanks an? Ja, also ich habe ja hier, warte mal. Ich habe ja hier ja, diese. Wusste ja, wusste ich so. Aber zwei auch. Ah, zwei auch, cool. Ja. Und so ein Bauchweg-Ding da, ne? Ja, aber das Bauchweg-Ding, das nützt eigentlich gerade gar nichts mehr, weil meine Wampe, die ist halt gerade. Ich habe gerade Urlaub. Ich lasse mich einfach gehen. Gut, aber dafür hast du nicht mit Zellulite zu kämpfen. Das stimmt. Ne? Ihr Männer habt halt Bauch. Naja, Männer darf man. Bauch, ja. Wie nennt man denn? Oder Bauch. Männer, oder? Nee. Ich bin Mann. Ja, naja, ich weiß ja nicht. Nee, ich bin also, Mann. Ich bin ja. Achso, kurz, ich bin ein Mann, bin gerne Mann. Ich trage nur beruflich Frauenkleider. Ja. So wie du gerne beruflich nackt bist, trage ich gerne Frauenkleider. Okay. Ja? Gut, wir. Ja, also wie gesagt, ne, du hast einen Bauch, ich habe Zellulite. Ja. Hm. Ich hätte lieber Zellulite. Aber das kriegst du echt nicht weg. Sei froh. Nee, so den Bauch kriege ich auch nicht weg, ehrlich nein, gesagt. Nein, einfach schnell absaugen. Weg ist er. Absaugen? Das würde ich niemals machen. Mit dem Ding und da mach ich. Das geht so schnell. Nee, hör mir auf. Nee, da hätte ich Angst. Ne? Ich würde gerne tauschen. Also, wenn du sagst, du nimmst meine Zellulite und ich deinen Bauch sofort, würde ich sofort einschlagen. Alles klar, hier nochmal Corona-Check. Ja, machen zack. Wir. Und wir müssen jetzt langsam auch Schluss machen, weil die Stunde ist nämlich schon rum. Oh, Svenny. Schade. Svenny, wir machen jetzt langsam Schluss. Michaela, wie hat es dir gefallen? Ich fand es super schön, nur viel zu kurz. Viel zu kurz. Wir könnten noch 2 Stunden weiterreden, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte spendet doch, wenn euch die Show heute gefallen hat, auf der BKA-Webseite oder auf meiner Webseite jurassicaparker.com gibt es einen Link. Spendet einfach ein bisschen für die arbeitslosen Künstlerinnen momentan. Würden wir uns alle sehr, sehr freuen. Michaela Schäfer auch. Und Mika, es war schön mit dir. Du gehst jetzt noch Sushi essen? Ja, ja, definitiv. Hast du noch irgendein Statement, was du jetzt noch mitteilen möchtest? Haltet durch oder bleibt gesund oder... Oder wir bleiben zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Ich glaube, das weiß jetzt jeder. Ja. Jeder. Das muss ich nicht zum 10. Mal wiederholen. Ja. Nee, einfach nehmt keine Drogen. Das sage ich immer wieder. Nehmt keine Drogen. Warum denn nicht? Weil das echt schlimm ist. Nein, trinkt lieber, wenn ihr irgendwas braucht. Nein, lieber Alkohol, Zigaretten, aber nehmt keine Drogen. Wir haben gar nicht über Drogen gesprochen in dieser Show. Schade, dass die Show jetzt vorbei ist. Aber gut, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Das erzählst du mir am 2. Januar. Ja, genau, 2. Januar. Schön, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank für eure Unterstützung und für eure Liebe und eure Wertschätzung. Und wir gehen jetzt einfach in den Abspann und ich sage Tschüss! Tschüss.